Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin. Im letzten Part gab es sehr viele Trainerkämpfe zu sehen und wir haben uns ein neues Teammitglied gefangen, was momentan allerdings noch in der Box liegt. Und in diesem Part möchte ich ganz gerne nach Herzhofen gehen und es wird auch ein sehr entspannter Part werden, denn Herzhofen ist eine verdammt große Stadt, ich glaube sogar die größte in ganz Sinnoh, wenn nicht eine der größten. Und ich möchte diesen Part hier nutzen, um Herzhofen ein bisschen zu erforschen. Denn hier gibt es einiges zu sehen. Hallo, Haspiro. Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ohne dich wäre mein Haspiro wer weiß wohin gelaufen. So, Haspiro, zurück in den Pokéball mit dir. Ich bin Julia, ich bin Juror im Pokémon-Wettbewerb. Besuche mich mal in der Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Warum auch immer du das nicht hier tun kannst, aber schön. So, Route 208, 212. Allerdings können wir die Stadt noch nicht in südlicher Richtung verlassen, denn, ja, die blockieren hier schön den Weg. Da können wir erst später hin, macht aber nichts. Wie gesagt, ich möchte in diesem Part Herzhofen ausgiebig erkunden, denn die Stadt ist wirklich verdammt groß. Hier gibt es einiges zu sehen. Herzhofen, warm und freundlich. So sieht's aus. Ich muss sagen, ich mag Herzhofen sehr, sehr gerne. Ich suche erstmal das Pokémon Center. Ich mag so ein bisschen die Farben. Ich bin zwar nicht so der Fan von braun oder beige, aber es wirkt wirklich sehr warm und sehr hell, vor allen Dingen mit den hellgrünen Dächern und den hellen Gebäuden, das wirkt schon recht freundlich und ja, so ein bisschen natürlich, finde ich. Also es wirkt schon wirklich warm und freundlich und die Musik ist auch sehr toll in der Stadt. Definitiv, mag ich sehr gerne. Und ich habe mir sogar ein kleines Zettelchen gemacht, damit ich weiß, was ich mir in diesem Part hier alles angucken möchte, denn das ist schon verdammt viel. Aber zuerst möchte ich ganz gerne Michi aus dem PC holen. Das heißt, zuallererst wird Kleinstein das Team wieder verlassen. So. Und dafür kommt Michi ins Team, unser Trassler. So. Sehr schön. Dann haben wir zum ersten Mal in diesem LP 6 Pokémon. Also, wir hatten schon vorher 6 Pokémon, aber 6, die ich auch wirklich einsetzen möchte. Ist zwar nicht unser endgültiges Team, habe ich ja schon mal gesagt, aber es wird eine ganze Weile jetzt so bleiben. Deswegen gewöhnt euch an den Anblick. So, Michi, du kannst Teleport, das ist schön. So, du bist froh. Froh ist, glaube ich, Initiative hoch, Spezialangriff runter. Für Gardevoir wäre das ziemlich bescheuert, aber für Galagladi ist es okay. Achtet auf Geräusche, mag süßes Essen, okay. Synchro habe ich nichts gegen. Ja, die Initiative ist schon nicht schlecht. Ja. Konfusion. Das ist zumindest ein Anfang, damit kann ich leben. Gut. Ich werde nach diesem Part hier trainieren. Ich denke mal, ich werde die drei Herrschaften hier auf Level 25 trainieren. Dann sollte das passen für die Arena. Aber wie gesagt, ich möchte mich in diesem Part hier ordentlich umschauen. Und dementsprechend reicht es, wenn ich nach diesem Part hier ein bisschen trainiere. Ich muss auch sagen, ich mag diese Springbrunnen sehr gerne. Ich finde, das sind so kleine Details, die zwar nicht nötig sind, aber ich finde es einfach schön. Muss ich sagen. So, hier können wir Herzhofen auch verlassen, Richtung Trostu. Allerdings kommen wir auch hier nicht raus. Hast du schon gehört, dass die in Johto manchmal Eier finden? Ja, das ist ziemlich weit weg. Ja. Hast du das auch gehört? In der Pokémon-Pension in Trostu wurde ein Ei gefunden. Oh mein Gott. Rette sich, wer kann. Auf jeden Fall kommen wir hier noch nicht raus. Hi. Ich bin den weiten Weg von Höhen hierher gekommen. Ich wollte zur Wettbewerbshalle, aber ich habe mich verlaufen. Zum Glück haben mir die freundlichen Leute hier den Weg gezeigt. Ich war beeindruckt. So viel Hilfsbereitschaft einem Fremden gegenüber. Darf ich dir nun zeigen, wo es zur Wettbewerbshalle geht? Nein, danke. Die finde ich schon selber. Also sehr höflich, die Menschen hier. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Übrigens, das hier mit den Kinderwagen finde ich auch total toll. Das, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, in anderen Pokémon-Spielen gar nicht so. Aber das sind so kleine Details, die ich irgendwie niedlich finde.
So, war das hier in dem Wohnhaus? Irgendwo bekommen wir auf jeden Fall ein Item. Ganz oben. Ich muss mal schauen, ob es hier war. Oh, ein Knilz. Und ich finde es interessant, weil Herzhofen ist so international irgendwie. Wir haben da Leute, die quasi von Geschehnissen aus Höhen reden. Und Joto, das finde ich ganz interessant. Ah, genau. Wir bekommen hier Seegesang, was ich doch sehr praktisch finde. Kann man sehr leicht übersehen, denn ich bin ehrlich, ich gehe auch nicht gerne in solche großen Wohnhäuser. Wenn ich das Spiel zum ersten Mal spiele, ja, dann rede ich auch mit jedem. Aber dann nicht mehr, weil das ist mir einfach zu langweilig, muss ich ehrlich sagen. Aber Seegesang ist definitiv praktisch, das lohnt sich. Können wir uns auch einmal anschauen, wo haben wir es denn hier? Ein Item zum Tragen. Es stellt einige KP des Trägers immer dann wieder her, wenn die seinem Gegner Schaden zufügt. Ja. Du hast noch den EP-Teiler, oder? Muss ich dir auch mal demnächst wegnehmen beim Training. So, das war die erste Station. Dann haben wir direkt hier neben den Pokémon-Fanclub. Da möchten wir auf jeden Fall mit dem Vorsitzenden ein bisschen plaudern. Anton! Hallo, hallo. Ich sage mal, wie geht es dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du dein Pokémon, ich sage mal, belohnen willst, was wirst du dann tun? Nun, ich sage mal, was mich betrifft, ich gebe ihnen einen leckeren Knusp. Warum fragst du? Weil ich damit, ich sage mal, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Ein Beispiel, wenn ich sage mal, meinem Pokémon einen süßen Knusp gebe, gewinnt es damit deutlich an Anmut. Ein anderes Beispiel, ein scharfer Knusp, ich sage mal, schenkt meinem Pokémon Coolness. Deswegen sind Knuspe, ich sage mal, sehr wichtig und sehr gesund für alle Pokémon. Also dann, ich sage mal, hiermit schenke ich dir diese Knuspbox. Viel Vergnügen, sage ich mal. Danke, sage ich mal. Fülle sie, ich sage mal, mit vielen Knuspen und verteile sie großzügig an deine Pokémon. Werde ich tun. Dankeschön. Warum sind die Vorsitzenden von solchen Fanclubs immer so ein bisschen merkwürdig? So, dann haben wir hier noch den Markt. Ich denke mal, ich werde nach diesem Part auch ein bisschen einkaufen gehen. Hier haben wir eine große Kirche übrigens. Da ist zwar nichts Besonderes drin, aber ich weiß nicht, ich finde das so ein bisschen, wie kann man das sagen, realistisch? Finde ich auch sehr schön. Also hier gibt es wirklich sehr, sehr schöne Details und Gebäude in dieser Stadt. So, dann haben wir hier noch die Knusperei. Leckere Knuspe hereinspaziert. Da wir jetzt unsere Knusbox haben, wollen wir da auch auf jeden Fall rein. Hallo, hier kannst du Beeren kochen und aus ihnen Knuspe machen. Ich möchte alleine kochen. So, vorweg. Ihr kennt vielleicht noch die Pokeregel, die man in Höhen herstellen konnte. Knuspe sind im Grunde genommen das Gleiche. Es sind nur keine Pokeregel, sondern, ich sag mal, große Kekse. Ungefähr. Haben aber den gleichen Effekt. Und die muss man hier auch kochen. Ich hoffe, das kriege ich gleich hin. So, was schmeiße ich denn mal da rein? Wir schmeißen mal eine Morbbeere da rein. So. Und jetzt müssen wir rühren. In die andere Richtung. Ja! Ah, es nimmt Form an. Na! Aber man darf auch nicht zu stark rühren, sonst kocht es über. Ihr könnt euch auch nicht entscheiden, in welche Richtung, oder? Das ist mit der Maus verdammt schwer. Muss man dazu sagen. Weil man muss ziemlich extrem schnell drehen, damit das was wird. Auf jeden Fall haben wir einen Knusp Level 9 gemacht.
Nein, ich möchte jetzt erstmal keine weitere Knusper machen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also wenn man das auf dem DS macht, dann ist es recht angenehm mit dem Touchpen. Auch, dass man einmal in die eine Richtung drehen muss, dann in die andere Richtung. Man darf nicht zu stark drehen, sonst kocht es über. Man darf aber auch nicht zu schwach drehen, sonst kocht es, sonst brennt es an. Wie im wirklichen Leben. Aber es ist ganz lustig. Ich finde, es ist aber anstrengender als Pokeregeln machen. So, wir können uns jetzt auch einmal anschauen. So, Knurspbox. Da haben wir einen süßen Knursp. Keine Ahnung, wofür der jetzt da war. Ach komm, Michi, du bist neu im Team, du kriegst jetzt den Knursp. Du magst sogar süß, okay. Und du aßt ihn gerne, das ist schön. Und die Anmut wurde erhöht, das ist doch schön. Ja, die sind wichtig für die Wettbewerbe, die hier in Herzhofen stattfinden. Ich denke, wir können uns auch die Wettbewerbshalle einmal angucken, dann haben wir so einen schönen Übergang. Die Wettbewerbshalle haben wir hier oben. Pokémon-Wettbewerbshalle, offen für alle Enthusiasten. Dann wollen wir da doch mal reingehen. Oh, mein Held! Oh, hallo Svenja! Was? Nein, wirklich? Katrin ist deine Mutter? Das hat sie nicht gesagt, sie hat nur Svenja gesagt. Dann kannst du den Wettbewerb gewinnen. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mit Svenja nie über Wettbewerbe gesprochen. Außerdem bin ich überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Oh ja, richtig. Danke nochmal für vorhin. Bitte nimm dieses Accessoire. Yay. Statte dein Pokémon vor dem Wettbewerb mit einem Accessoire aus. Es wird ihm Erhabenheit und Glamour verleihen. Ich bin Juror, also komm mal vorbei und amüsier dich. Keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Übungskurse an. Okay, Katrin, dann bis später. Warst du so überrascht, mich zu sehen, Svenja? Mir war langweilig, also wollte ich Urlaub in Herzhofen machen. Und ich bin genauso überrascht wie du, mein Kind. Aber willst du wirklich bei einem Wettbewerb mitmachen? Dann solltest du dich etwas besser anziehen, es ist immerhin eine Show. Wenn dein Pokémon ganz schick ist, kannst du nicht völlig normal aussehen. Zieh das hier an, das passt besser. Und das hat sie einfach so in der Handtasche dabei? Genieße die Wettbewerbe. Sie zeigen dir viele Facetten der Pokémon. Das wird eine tolle Erfahrung für dich werden. Bis später. Bis später, Mama. Wettbewerbe. Ich werde irgendwann später, gegen Ende dieses LPs, bestimmt mal an einem teilnehmen. Jetzt erstmal nicht, aber später werde ich das auf jeden Fall auch mal zeigen. So einen ganzen Wettbewerb, aber du musst erstmal von der Theke weg. Ja. Oh, das ist schön. Ein lieblicher Knurst. Ja, das werde ich tun. Wir können auch einmal kurz uns die Übersicht angucken. Für die Leute, die die Wettbewerbe hier nicht kennen. So, wir können hier Model, Tanz und Aktion üben. Das bedeutet, ganz am Anfang vom Wettbewerb, der teilt sich in drei Teile auf, hier können wir jeden Teil einzeln üben. Model heißt, dass man das Pokémon mit Accessoires ausschmückt, wie das Glitzerpuder, was wir gerade bekommen haben oder was auch immer. Und das Publikum entscheidet dann, ob das Pokémon gut aussieht oder nicht. Hinzu kommt, dass es ein Motto gibt, beispielsweise Erhabenheit, was auch immer. Und dann wird geschaut, ob das Pokémon dementsprechend aussieht. Das heißt, nicht jedes Accessoire ist für jedes Motto geeignet. Das gab es bedingt in Höhen auch schon. Allerdings konnte man das Pokémon da nicht ausstatten, es wurde einfach so geschaut. Und die Knursp sind da sehr förderlich, denn die verstärken so ein bisschen die Ausstrahlung des Pokémon. Das heißt, je mehr es gefüttert worden ist damit, für den jeweiligen Wettbewerb, desto besser kommt es an. Dann haben wir Tanz. Das heißt, ein Pokémon tanzt vor und man selbst muss nachtanzen. Und umgekehrt. Und dafür gibt es eben auch Punkte. Und Aktion ist das, was es in Höhen auch schon gab. Man führt Attacken vor und bekommt dafür Punkte, je nachdem, ob die Attacke dafür geeignet ist, für den jeweiligen Wettbewerb, was für Effekte die Attacke hat und so weiter. Unterschied ist, dass es nicht einen Juror gibt, sondern drei. Und wenn man sich einen Juror aussucht,
den alle anderen nicht genommen haben zum Vorführen, dann bekommt man auch extra Punkte. Beziehungsweise jeder Juror hat eine eigene Spannungsleiste und wenn die voll ist, bekommt man eben mehr Punkte. Nicht wie es in Höhen war, dass es nur eine Spannungsleiste gab. Aber wie gesagt, das werden wir uns gegen Ende dieses LPs alles auch nochmal angucken. Aber das erstmal vorweg. Und mit dir will ich auch noch reden, aber vorher muss ich mal eben was trinken. Schon viel besser. Oui, entschuldige bitte. Ah, du bist hier für den Wettbewerb. Ich hoffe, du wirst haben viel Spaß. Zufällig ist Larmina, die Arenaleiter von Erzhofen, auch in die Wettbewerb. Sie ist, wie sagt man gleich, sie ist très fantastique. Und ganz zufällig steht sie direkt am Morgen vor dir. Lass mich mal sehen, du scheinst zu sein sehr stark. Alors, so sei es, wir sehen uns in die Arena. Also, wer auch immer den Text für sie geschrieben hat, ganz dicht kann er nicht gewesen sein. Aber der Akzent war ganz okay, glaube ich. Klang halbwegs französisch. Die Arena haben wir hier ganz rechts. Pokémon Arena Herzhofen, Leiterin Larmina, die betörende Tänzerin, ist eine Geist-Pokémon Arena. Müssen wir mal schauen, wie wir das so hinbekommen. Und das Letzte, was ich euch ganz gerne zeigen möchte hier in Herzhofen, ist der Platz der Treue, Osttor. Geh mit deinem Pokémon spazieren. Wir haben auch noch ein Westtor auf der anderen Seite. Aber es ist egal, wo wir reingehen. Und ich mag das Schild. Ich finde das total knuffig. Wir können hier mit unserem Pokémon spazieren gehen. Das finde ich sehr schön. Ist das ein Pikachu auf der Rückseite? Ich glaube schon. Auf dem Platz der Treue kannst du mit einem anmutigen Pokémon spazieren gehen. Nun, möchtest du mit deinem Nils spazieren gehen? Tja, die anderen sind nicht anmutig genug. Genieß die Zeit zu zweit. Viel Vergnügen. Definitiv. Wir können hier spazieren gehen mit unserem Pokémon, wie wir das in HeartGold, SoulSilver eigentlich immer können. Es ist schade, dass es hier nicht so ist. Oh, finde ich total toll, dass uns hier die Pokémon hinterherlaufen. Es ist wirklich schade, dass es nicht immer so ist. Hier gibt es Items, die hier einfach so rumliegen, aber auch Items, die unsichtbar sind. Das sind dann überwiegend Accessoires oder nur sogar Münzamulett. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall hier reinzugehen. Also hier gibt es ein paar Items und es ist irgendwie ganz entspannt. Warum? Auf jeden Fall. Oh, ich hab dich auch gern. Diese Häuser hier sind Teleporter quasi. Warum auch immer. Und was wollte ich jetzt sagen? Ich habe gerade irgendwie so einen Aussetzer. Ach ja, man kann nicht mit jedem Pokémon hier spazieren gehen. Das funktioniert nicht. Sondern nur mit bestimmten Pokémon wie Pipi, Driftlon oder jedem beliebigen Starter. Wir können mal auf der anderen Seite reingehen, weil hier gibt es jetzt nicht ganz so viel zu entdecken. Dann gehen wir nochmal hier raus. Ja, es war wunderschön. Und dann gehen wir nochmal auf der anderen Seite rein. Ich finde den Platz der Treue echt niedlich, muss ich sagen. Dass man da mit seinem Pokémon spazieren gehen kann. Ich finde es schade, dass man nicht mit jedem Pokémon da laufen kann, sondern nur mit anmutigen Pokémon. Gut. Auf jeden Fall mit seinem Starter kann man da auf jeden Fall rumlaufen. Oder mit Anton. Anton ist auch anmutig genug, warum auch immer. So. Und ich finde den Ort sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich fände es schöner, wenn uns Plieprin immer hinterherlaufen würde, aber gut. Hier haben wir auch so einen kleinen Teich. Da ist ein Item, das will ich haben. Also es ist schon ganz süß gemacht. Ah, Geheimpower. Schön. So ein kleiner idyllischer Park. Und ich finde, den sollte man auf jeden Fall auch mal gezeigt haben. Ich werde nach diesem Part hier eventuell einkaufen gehen. Ich muss mal schauen. Und dann werde ich ein bisschen trainieren. Ich möchte ganz gerne Amde, Takoro und Michi auf Level 25 trainieren. Nils, Badi und Debbie haben ja schon 25. Und dann, denke ich, sind wir ganz gut gewappnet für die Arena. Denn ich glaube, Larminas stärkstes Pokémon hat Level 26. Dementsprechend sollten wir mit 25 da ganz gut bedient sein.
Nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen Angst. Geist-Pokémon-Arenen sind immer so eine Sache. Man muss dazu sagen, in Diamant und Perl konnte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die Arena von Herzhofen, sondern war das erst die fünfte Arena. Denn wir können vielleicht mal... Nee, kann ich hier drin nicht. Da muss ich nochmal eben rausgehen. Aber ist echt schön gemacht hier drin, muss ich sagen. Ich mag diesen Ort. Ich weiß, die meisten von euch werden das wissen, aber vielleicht wissen es manche auch nicht. Und ich kann so besser erklären. Wir sind jetzt hier in Herzhofen. Wenn wir hier fertig sind, werden wir hier weitergehen Richtung Trostu, weil hier unten können wir ja nicht raus momentan. Wir werden nach Trostu gehen, hier weiter, nach Schleierde, anschließend hier runter nach Weideburg und dann wieder zurück nach Herzhofen. Das ist erstmal so das, was in nächster Zeit anstehen wird. In Diamant und Perl war es so, dass man hier nicht in die Arena konnte. Man musste erst hier weitergehen. Die dritte Arena war in Schleierde, die vierte war in Weideburg und die fünfte war dann wieder in Herzhofen. Hier ist das hier eben die dritte, hier die vierte, hier die fünfte, haben sie ein bisschen geändert. Dementsprechend sind die Level auch angepasst. Ich glaube, Lamina hatte damals hier 36 oder so und jetzt hat sie eben 26. Ja. Geist-Pokémon habe ich ein bisschen Angst vor. Also ich sag mal, Amde ist da definitiv nicht verkehrt. Denn er kann Biss, was sehr effektiv ist, oder eben Funkensprung. Ich muss mal überlegen. Biss ist sehr effektiv, hat aber keinen Step. Funkensprung ist normal effektiv, hat auch Step. Ich muss mal schauen, was sinnvoller ist. Vor allem, weil das eine physische Attacke ist und das, die sind beides physisch. Was sag ich denn? Ich muss einfach mal schauen, was von beiden. Aber Amde ist da auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, Bardi könnte mit Aquawelle ein bisschen Schaden machen. Drachenwut könnte definitiv nicht schlecht sein. Gut, wir haben noch Flügelschlag. Wir könnten auch Blubstrahl machen. Michi möchte ich nicht unbedingt reinschicken, weil wenn da eine Geistattacke kommt, nee, muss nicht unbedingt sein. Also ich muss mal schauen, wie ich da vorgehen werde in der Geistarena. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen, denke ich. Ja, dementsprechend werde ich offscreen ein bisschen trainieren. Michi wird sich entwickeln auf Level 20 und Takuro wird sich auf Level 24 entwickeln. Ich werde natürlich beides aufnehmen und demnächst ein paar dann auch direkt zeigen, damit ihr da nichts verpasst. Und ich würde sagen, das war unsere Sightseeing-Tour heute in Herzhofen. War sehr entspannt, aber das muss auch mal sein, finde ich. Es gehört irgendwie dazu, auch mal so eine Stadt zu erkunden. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Platin und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.